Horoskop Wassermann Februar 2023. Horoskop Wassermann Februar 2023 sagt voraus, dass Sie in guter Stimmung sein werden. Es scheint, dass Sie bereit sind, Berge zu drehen, aber seien Sie auf unangenehme Überraschungen und Schwierigkeiten vorbereitet. Wenn Sie gerne spielen und im Allgemeinen oft Ihr Leben riskieren, dann ist es in diesem Monat wichtig, all dies zu unterlassen. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einiger Betrüger zu werden, ist sehr hoch. Vorsicht wird sicherlich nicht schaden, aber dies ist kein Grund, besonders am Ende des Monats verärgert zu sein. Viele Ihrer Wünsche und Ziele können wahr werden. Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. In der Zukunft wartet auf Sie viel neue und interessante Informationen. Sie werden genug Möglichkeiten haben, sich zu beweisen und andere mit ihrer Professionalität und ihren Fähigkeiten zu beeindrucken. Am Anfang des Monats können Sie einige Schwierigkeiten in Ihrem persönlichen Leben haben. Geben Sie Ihren Lieben nicht die Schuld, wenn ein Projekt fällt geschlägt. Februar wird noch Gelegenheit zum Nachholen geben. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Beziehung mit Ihrem Partner zu verstärken. Und wenn Sie immer noch einsam sind, dann kann dieser Monat Ihnen Schicksal geben. Am produktivsten wird für Wassermann die Mitte des Monats sein. In dieser Zeit können Sie am Arbeitsplatz viel erreichen, wenn Sie genügend Mühe bieten. Am Ende des Monats können Sie Kosten aufgrund Ihres Verlangens nach schönen und teuren Dingen steigen. Dies kann Ihnen den Eindruck vermitteln, dass es an der Zeit ist, Budget zu erhöhen. Beruf und Finanzen. Im Februar 2023 kann die Frage des materiellen Wohlbefindens den Vertreter des Zeichens Wassermann sehr beunruhigen. Es ist auch möglich, dass die Erhöhung der Einnahmen Ihre Hauptaufgabe für diesen Monat sein wird. Das Ziel ist gut, aber vergessen Sie nicht, dass es sehr schwierig sein wird, die finanzielle Situation zu verbessern, wenn Sie Geld werfen. Lernen Sie, Geld richtig zu verwalten, ohne Überschuss und Geld auszugeben. Geben Sie keine großen Geldbeträge für unnötige Dinge oder Vergnügungen aus. Mitte des Monats könnte sich die finanzielle Lage von Wassermann verschlechtern. Es ist Ihre fruchtbare Fantasie und überreizende Entscheidungen. Versuchen Sie, von jedem finanziellen Betrug fernzuhalten, um es zu vermeiden. Es ist auch am besten, die anstehenden Arbeits- und Finanzpläne für sich zu behalten, damit neidische Kollegen sie nicht ausnutzen. Erst am Ende des Monats kann Wassermann auf eine willkommene Gehaltserhöhung zählen. Es könnte eine Belohnung für ein erfolgreiches Projekt oder eine Geschäftsreise sein. Im Februar 2023 könnte Wassermann übermäßig emotional sein. Es ist wichtig, die Kontrolle über sich selbst nicht zu verlieren, weil es auf Ihr Verhalten weitergehend vom Erfolg am Arbeitsplatz abhängt. Jede Entscheidung müssen Sie langsam und ohne unnötige Emotionen treffen. Ihr Wunsch, Ihre Pläne und Ideen zu teilen, kann bestraft werden. Es ist besser, nicht mit dem zu prahlen, was Sie geplant haben, um das Glück nicht abzuschrecken. Wenn Sie das Gefühl haben, dass jemand von Ihren Kollegen um Sie herum integriert, kämpfen Sie einfach mit ihm alle möglichen Verbindungen. In diesem Monat können Sie sich sicher auf Ihre Intuition verlassen, um Sie dorthin zu bringen, wo Sie hin müssen. Das berufliche Horoskop Wassermann Februar 2023 prognostiziert viele Geschäftsreisen und interessante Bekanntschaften. Es ist möglich, dass sie Ihnen neue und vielversprechende Geschäftspartner geben. Die Hauptsache ist, auf der besten Seite der Verhandlungen zu beweisen, um Ihre Unterstützung zu gewinnen und ein völlig neues professionelles Niveau zu erreichen. Zweite Hälfte des Monats ist ideal für die Umsetzung großer und profitabler Projekte. Die Hauptsache ist, sich nicht vor kleinen Dingen ablenken zu lassen und sich nicht die Nase zu stopfen, um keine Fehler zu machen. Liebe und Beziehungen.
Im Februar mag der Einfluss der Venus besonders attraktiv und wünschenswert erscheinen. Die Pheromone der Liebe werden um die Frau Wassermann fliegen und das andere Geschlecht mit ihrer Ausstrahlung und Schönheit anziehen. Dabei erinnern die Sterne sie daran, dass es Zeit ist zu entscheiden, was sie wollen und wie sie ihr zukünftiges persönliches Leben sehen. Das Liebeshoroskop Wassermann Februar 2023 warnt Familienvertreter von diesen Zeichen möglicher Versuchungen. Es ist wichtig, durchzuhalten und keine Affäre zu haben, wenn Sie Ihren nahen und teuren Geliebten wegen einer Minute Leidenschaft nicht verlieren möchten. Idealerweise ist es besser, überhaupt keine Bekanntschaften zu machen, die zumindest eine romantische Übertone haben. Andernfalls wird der Partner Ihnen die Affäre nicht verzeihen und die Ehe wird ruiniert. Zögern Sie nicht, ein wenig in Ihren Kopf und in Ihr Herz zu graben, endlich Ihre Gedanken zu bekommen, um zu verstehen, wie es weitergeht. Wenn Sie sich oft mit der Auserwählten auf der Grundlage einiger materieller Fragen streiten, versuchen Ihrem Leben mehr Spirituelles hinzuzufügen. Einsamer Wassermann kann auf eine schicksalhafte Bekanntschaft zu Beginn des Monats zählen. Haben Sie keine Angst, wenn Ihre Auserwählte ein wenig älter und erfolgreicher als Sie ist. Die Beziehung zu einer solchen Person wird definitiv zuverlässig und stark sein. Es ist möglich, dass einige Liebhaber für eine Weile von ihrer anderen Hälfte getrennt werden müssen. Aber Liebe aus der Ferne wird eine Art Kraftprobe sein, die sie bestanden haben, die sie genau verstehen werden, ob die richtige Person neben ihnen ist. Gesundheitshoroskop Wassermann Februar 2023. Im Februar 2023 ist die Gesundheit des Wassermanns nicht bedroht, aber die Stärkung der Immunität, um nicht Opfer der Saisonserkältung zu werden, schadet nicht. Versuchen Sie, den ganzen Monat positiv zu bleiben. In diesem Fall, wenn Sie sich plötzlich Sorgen machen, sollten Sie nicht darüber scherzen, um die Krankheit nicht zu beginnen. Es wird richtig gesagt, dass je früher Sie mit der Behandlung beginnen, desto schneller erhalten Sie das Ergebnis. Erhöhte Aktivität am Arbeitsplatz ist kein Grund, sich auszuruhen. Vergessen Sie nicht, eine gute Ruhe und Schlaf zu haben und öfter an der frischen Luft zu gehen. Für Wassermann, der aufräumen möchte, ist es Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Eine gute Option ist ein Besuch im Schwimmbad, Turnhalle oder sogar Tanzen, solange Sie mögen, was Sie machen.